Boden schafft ja Sicherheit. Also wenn ich ein Häuschen habe oder eine Eigentumswohnung oder ich sag mal in einem genossenschaftlichen Zusammenhang wohne, dann weiß ich, ich habe ein sicheres Wohnen. Die Mieten steigen nicht ins Uferlose und ich werde nicht fünfmal weiterverkauft. Und insofern geht es ja nicht darum, jetzt zu enteignen, sondern den Boden im Sinne vom Gemeinwohl für alle möglichst gut zu bearbeiten. Und das funktioniert eben nicht, wenn der Boden auf den großen Aktienmärkten der Welt eben verhandelt wird, ohne jeglichen Bezug zur Realität.